Das nationale Auswahlverfahren zur Kulturhauptstadt Europas 2025 in Deutschland wird in digitalen Formaten fortgeführt. Sowohl die Stadtbesuche durch die europäische Jury, City Visits, als auch die finale Auswahlsitzung sind dahingehend umgestellt. Das veränderte Verfahren soll Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie minimieren. Zum anderen sei so eine Planungs- und Verfahrenssicherheit. Das nationale Auswahlverfahren zur Kulturhauptstadt Europas 2025 in Deutschland wird in digitalen Formaten fortgeführt. Sowohl die Stadtbesuche durch die europäische Jury, City Visits, als auch die finale Auswahlsitzung sind dahingehend umgestellt. Das veränderte Verfahren soll Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie minimieren. Zum anderen sei so eine Planungs- und Verfahrenssicherheit hergestellt. Erste Erfahrungen gibt es bereits in Finnland. Veranstaltungen im Vorauswahlsverfahren zur Kulturhauptstadt Europas 2026 waren in ein digitales Format überführt worden. Für die Kulturstiftung der Länder und die Kulturministerkonferenz sind die Sicherheit und Gesundheit aller am Wettbewerbsprozess beteiligten Akteure wichtig. Von höchster Priorität sind genauso die Gleichheit in den Wettbewerbsbedingungen und die Planungssicherheit für die Bewerberstädte. Mit Livestreams, vorproduzierten Filmbeiträgen und Videodiskussionsrunden sollen die Bewerberstädte bei den virtuellen City Visits ihre Stadt und Region der Jury vorstellen. Schwerpunkte sind die Kulturlandschaft und Akteure sowie ihre Vision der lokalen Umsetzung eines möglichen Kulturhauptstadtjahres. In der finalen Auswahlsitzung präsentieren die Städte schließlich ihre Bewerbung via Livestream der Jury. Anschließend stellen die Teams sich deren Fragen in Videodiskussionsrunden. Die digitalen Wettbewerbsbeiträge der Städte werden nicht öffentlich übertragen. Der nach der pandemiebedingten Fristverlängerung vorgesehene Zeitplan wird beibehalten. Am 28. Oktober 2020 verkündet die Europäische Jury im Rahmen einer digitalen Presseveranstaltung offiziell ihre Empfehlung für die Gewinnerstadt.